Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder Total War Thrones of Britannia. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 886, wir sind im Frühling und wir werden erpresst von Finn Bogi mal wieder. Ich glaube, der hat auch unsere Tochter geheiratet, oder war das doch ein anderer Typ? So, wir können ihn bezahlen, wir können ihn ignorieren. Das verringert schon wieder unseren Einfluss. Wir haben Einfluss 9. Seit wann hat unser Eirik Einfluss 9? Wir hatten doch 5. Warum haben wir jetzt 9? Das würde mich mal interessieren. Gerüchten zufolge soll dieser Mann gegen euch arbeiten und plant bereits in seinen nächsten Schritt. Na, die Gerüchte sind haltlos. 500, oh Gott, ihn bezahlen. Na komm. Ich würde am liebsten umnocken, ey. So. Ja, wir haben kaum Truppen. Ich würde hier einfach ins Nachbarland gehen und plündern. Nein. Doch. Du stehst nur auf meine Todesliste. Damit wir hier mal vorankommen. Das realisieren wir. Ja, wir machen das einfach. Ganz einfach. Komm rüber. Unsere zack. Feinde sollen untergehen. Ja, das sehe ich ja genauso. Ich bin ja auch dafür, dass die untergehen sollen, ne? Oder da müssen wir ja mal hin. So, können wir irgendwas bauen? Was bauen? Wir können gar nichts bauen. Was bringt ein Gerber? Macht kein Geld. Was haben wir hier noch? Fraktion angetroffen. Interessiert mich nicht. Ach so, die haben die Streitigkeiten niedergelegt. Ja, stimmt. Wir haben damals gegen den Krieg angezettelt. Jetzt haben die Frieden mit denen gemacht. Naja gut, soll uns doch egal sein. Was ist denn das für eine Fraktion? Die haben schon wieder ein Land von sich verloren. Oh, wahrscheinlich wie bei uns mit einer Rebellion. So, stimmt dieselbe Geschichte. Unsere Feinde sollen untergehen. Und Erna ist aufgestiegen. Und zwar der Statthalter Rautfeld. Können wir irgendwas machen, dass er uns mehr mag? Ja. Dann machen wir das. Und schon ist der Frühling vorbei. Das ging ja wiederum wieder schnell. Aber trotzdem, die Seeländer oder... Irgendwie hätte ich mir mehr Seeschlacht vorgestellt. Keine Ahnung. Bisher hatten wir ja noch gar nichts mit Seeschlacht, glaube ich. Ich glaube, in der Aufnahme, die damals nicht mehr funktionierte oder die ich halt dann gelöscht habe, da gab es eine kurze Seeschlacht. Aber das war halt... König Eirik hatte Überzahl quasi. Also ich. Und der Feind hatte 4-5 Bötchen. Das war jetzt auch nicht so der Hit. Und wieder eine Fraktion kaputt. Und die interessieren uns auch nicht. Ja, die Gelehrtenquartiere sind fertig. Das heißt, wir können jetzt mal was für den Nahkampf erforschen. So, jeder Dumpfkopf kann ein Schwert oder eine Axt schwingen. Doch Kampfgeschick verlangt nach Hingabe für die ausgewählte Waffe. Wenn wir engagierte Schwert- oder Axtkämpfer rekrutieren, ermutigen wir damit auch andere, sich zu spezialisieren und zur Verfügung zu stellen. Gut, erforschen wir. Gierig auf den Krieg. Gierig auf den Krieg. Feindliches Blut wird fließen. So, ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Marschformation. Haben wir ja Sommer. Und plündern möchte ich. Hier stellt Befestigung auf. Ich kann nicht plündern. Doch da. Plündern. Minus 4 pro lokale Provinz. Überfällt alle Regionen. 25 der Bewegungskosten. Fallen dann weg auf der Kampagnenkarte. Ja, und plus 5 Versorgung und wir sind außer Atem. Diplomatische Strafe gegen... Ach, komm. Zum Plündern bereit machen. Wir wollen ja... Scheiß auf die diplomatische Strafe. Wenn wir die platt gemacht haben, sind sie weg. Sind die Geschichte. Aber ich glaube, es ist nur eine einfache Siedlung, oder? Ist doch hier nichts zum... Nee, müsste eine Siedlung sein. Ich hoffe nur, er kommt das mir entgegen. Kann ich nicht tun. Und rekrutiert nicht. Dann schaffen wir das vielleicht im Winter, wie hieß das, Alt-Klut einzunehmen. Und jetzt haben wir mal 1000 Dublonen oder Gold. Wir können Wachposten aufstellen.
Ich würde das sogar machen, falls wir Ärger mit Stratklut oder mit der Rebellion da unten haben. Hier, wenn nicht, dass der hier rüber geschuppert kommt. Ich denke, wir machen das mal. Die verstärken die Siedlung. So, haben wir wieder kaum Geld. Dann war es das wieder. Können wir, wenn wir hier plündern, noch rekrutieren? Nein, können wir nicht. Wir verlassen uns auf dich. Und ja, dann war es schon wieder. Nächste Runde. Ich glaube, letztes Mal habe ich ja geguckt, der Kriegseifer war nicht mehr so groß und bei unseren Leuten. Ach, Ruf zu den Waffen. Ja, dann hat unser Prinz auch mal was zu tun. Warum nicht? Machen wir. Jetzt haben wir komplett den totalen Krieg. Also jetzt sind wir da mit oben mit jedem, bis auf unseren Kumpel und Stratklut, sind wir da oben im Norden mit jedem Krieg. Also entweder bricht uns das eh das Genick. Meine Fertigkeiten wurden verstärkt. Ja, Wikingerüberfälle sind wahrscheinlich wieder irgendwie unten. Ja, genau. Das heißt, interessiert nicht. Ich möchte gerne mal gucken, warum unser König Eirik auf einmal von 0 auf 100 mehr Einfluss hat. Wie ist der Einfluss gestiegen? Über was denn? Also, ich habe hier nichts gemacht. Ein fähiger Kommandant. Oder hat er einfach hier die Fähigkeiten gekriegt? Zuversichtlich und so, dass er deswegen aufgestiegen ist? Oder einfach hier viel Einfluss? Na gut. Ja, wenn er das hier gekriegt hat, dann könnte es sein, dass er einfach, naja, Einfluss gestiegen hat. Okay, jetzt haben wir wieder eine Möglichkeit, Einheitenverstärkung plus 5 ist vielleicht doch gar nicht so doof, das zu nutzen. Oder plündern. Aber ich gehe hier nochmal auf Streiter. Angriffsbonus 10%. Ah, hier kann man mal gucken. Dann gibt es noch bessere Rüstung. Und die Moral steigert sich. 51 ist der Knacker, ne? Alter Schwede. Mit 51 in die Schlacht. So. Wir bewegen uns normal. Neue Befehle, Männer. In Odins Namen. Autokampf oder richtiger Kampf? Wenn wir jetzt einen Chat hätten, ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum der so schwach ist. Wir kommen, wir kämpfen mal, kämpfen mal. Kämpfen wir. Und wir werden diesmal, denke ich mal, gleich aggressiv sein. Das heißt nicht irgendwie erstmal versuchen, irgendwo einzuigeln, Falle zu bauen, sondern gleich straight nach vorne. Er hat wenig Einfluss. Ob sich der Einfluss auch auf die Moral ausübt? Das heißt, wenn man weniger Einfluss hat, dass die Leute eher neigen wegzurennen? So, die Plänker, die wir haben, eigentlich können wir die auch gleich in die Ecke... Oh ne, warten, wollte ich nicht. Die können wir gleich quasi in die Ecke stellen, weil die bringen ja gar nichts irgendwie. 27 von maximal 45. Also damit kann ich nicht auf Bogenschützenjagd gehen. Was ist denn die Aufstellung? Nieder mit dem Feind! So eine vorgefertigte benutzen? Dreierreihe. Geschoss vorne, Einheiten bilden drei Linien, Geschosseinheiten vorne, Nahkampf und Cover hinten. Fertig! Ich glaube, das machen wir einfach mal. Jetzt macht er sie aber an der Seite. Ich wollte doch Kavallerie hinten haben. Na, ist egal. Attacke. Versucht, eure Geschossinfanterie gegen die des Feindes einzusetzen.
Geschosstruppen sind jedoch anfällig für Kavallerieanstürme. Schützt sie also mit Nahkampftruppen. Ja, aber... Alter Mann, geh ein Bier trinken. Nerv mich. Und die kommen uns schon wieder nicht entgegen. Da könnten sie auch mal ein bisschen variieren. Ach ne, wir haben angegriffen, ne? Sind noch nicht in Reichweite. Schwert, eure Eingeweide. Nochmal vorspulen. So. Bogenschützen, lasst sie bezahlen. Aber ihr habt ja auch Armbrustschützen. Aber Armbrust muss doch kürzer sein von der Reichweite, oder? Und wo stehen die? Hinten? Ja, hinten. Der General hat Nahkampfinfanterie. Ja. Anvisieren und schießen! Derzeit schicken wir die hier. Wo ist die Schlacht? Und weiter nach vorne. Nein. Wie drehe ich den Punkt wieder? Nein, Jungs, ihr dreht euch um, das ist ja Kacke. Geschosse, wir liegen unter Beschuss. Wo ist die Schlacht? Geschosse raus! Schwertklinge? Das war äußerst knapp! Axtkrieger? Achtet auf Geschossangriff! Das war doof. Kavallerie! Wir stehen unter Beschuss! Tod von oben! Schicken wir die trotzdem mal vor. So, die Bogenschützen kriegen es nicht geschissen. Axtkämpfer! Dann ich wurde getroffen! Axtkämpfer! Nehmt sie auf! Tun wir ihnen einen Gefallen und kommen entgegen. Sperrkämpfer! Zur Schlacht bereit! Attacke! Wir bleiben noch ein. Tempo steigern, Männer! Macht sie nieder! Das Gefecht wartet! Bogenschützen! Zum Sieg! Von Odin auserwählt! Wo ist die Schlacht? Macht sie nieder! Nieder mit dem Feind! Bogenschützen! Unser General wird angegriffen! Seht ihr! Sie fliehen vor unserer Macht! Hast du mehrere Armbrustschützen? Schlachtbefehl! Ah, sind Schwerkämpfer. Ach, verdammt. Fertig! Ah, die könnten aber. Ah, sind Plänker, die können auch Speere werfen. Okay. Wo sind unsere Reiter? Sind die nach Hause geritten? Schlacht wendet sich zu unserer Gott. Ach, da im Wald sind sie. Abfeuern! Das hat schon angerichtet! Bogenschützen! Abflug!
Zur Schlacht bereit. Nennt eure Befehle. Ja, wir kommen nicht hinterher. War okay. Die Plänker haben kaum was gemacht, aber naja. Aber ich habe keinen verloren, sehe ich gerade. Ne? Es waren 27 und 17 haben sie getötet, aber keinen verloren. Ist ja okay. Die Axtkämpfer haben gut gemacht hier. Die haben ganz viel weggehauen. So. Ja, ich könnte das Geld gebrauchen, aber nö. Jetzt reitet er ganz weit weg. Tribut geht hinaus. Wenn ihr das noch nicht getan habt, ist es nun vielleicht der richtige Zeitpunkt, um zu erwägen, Tribute aus der Ferne einzubringen. Eure Langschiffe sind in der Lage, ferne Länder zu unterwerfen und ihnen Tribut abzunehmen. Warte mal. Tribut, Gefechte. Ja, wie kann ich das am besten machen? Ach, Expedition, das lädt sich auf. Durch Überfälle, Säcke irgendwas, Blockaden. Aha. Also Blockaden werden wahrscheinlich Seeblockaden sein, Technologien. Und wenn ich 50 habe, dann kann ich eine Expedition starten. Das ist doch cool. So. Feindliches Blut wird fließen. Dann. Für den Allvater. Diesmal werde ich auch all automatisch machen. So ein Mittelmaß, so zack, 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 auf die Füße hacken, tot umfallen. Man merkt, das ist so Kampfmove wie bei Attila. Wir haben ja auch, glaube ich, die Engine da nichts dran geändert. Ist ja nicht schlimm, solange es funktioniert und Spaß macht. So. Ja, Feind ist getötet. Und cool, alles in einer Runde. Zweimal angegriffen und wir nehmen noch Altklut ein. Altklut können wir ausrauben. Das sind 1200. Oh, das ist gar nicht schlecht. Unterwerfen bringt was denn? Diese Fraktion wird eurer Vasallen der Königreich werden und 2% Verstärkung. Nee. Komm, die greifen doch sowieso dann an, sobald die zu mir gehören. Aber ausrauben wäre cool, aber. Ich sag das. Besetzen. Und wir haben eine Fraktion ausgerottet. Ich glaube, seit wir das Spiel spielen, sind, glaube ich, schon 10 Fraktionen locker geklärt worden, oder? Also auf jeden Fall nicht wenig. So. Ja. Wie sieht denn Altklut aus? Was hat zu bieten? Hat einen Handelsanleger und ein Holzfällerlager. Das gibt dann minus 5 Baukosten in der Provinz. Ja, sind natürlich ein bisschen traurig. 78. Ach komm. Unsere Feinde sollen untergehen. Ja, sehe ich genauso. Was brauchen wir noch zum Erforschen? Wir können jetzt. Nee, das ist mir zu kulturell. Sperrkämpfer brauchen wir noch 4. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Ja, dann nehme ich trotzdem nochmal ein, zwei Sperrkämpfer. Oder einen habe ich 4 und einen. Ach, kann ich nicht. Rekrutiert ja eigentlich nicht möglich. Ihr könnt ja mal eine bessere Sperreinheit nehmen. Oh, das kostet aber so viel. Die ist so billig. So. Es müssten 30 Korn sein. Da müssten wir genau 57 haben. Da haben wir jetzt ein bisschen billig Einheiten genommen. 3 Sperreinheiten könnten wir machen eigentlich. Wir brauchen nur 2. Ich glaube, das mache ich noch. Oh, wir sind ja oben. Unser Sohnemann habe ich ja ganz vergessen. Das realisieren wir. Ja. Mann. Der Sohnemann soll nochmal 2 kriegen. Denn der zieht hier die Armee, der Schildwall zieht nämlich auch demnächst in den Krieg.
Na, nicht mehr dieses Jahr, ich würde sagen nächstes Jahr. War das nicht mit unserem Kumpel hier, dass der das nicht mag? Da müssten wir hier diesen Punkt einnehmen, den belagern. Vorher noch eine Siedlung ausrauben, die hier. Das klingt nach dem Plan. Das klingt nach dem Plan. So, und hier gehen wir auch Richtung Fasan. Nehmen wir uns einen Fasan statt nach der anderen. Achso, wir könnten hier auch die Schatten weiter ärgern. Dann müssen wir uns aufteilen. Das ist natürlich doof. Ach, hier nehmen wir einfach die ganzen Kuhdörfer ein. Also, Edinburgh nicht. Oder Edinburgh? Edinburgh? Na gut, vielleicht hieß das früher alles anders. Das kann natürlich sein. War es ja auch. London hieß ja auch damals nicht London. Wie heißt es denn überhaupt hier? Gibt es überhaupt London? Kantwaraburg. Könnte es das sein? Also ich habe ja damals ja die Romane von Bernard Cornwell gelesen, die Utrecht-Saga. Und er hat einige Städte so genannt, wie sie halt zu der Zeit damals waren. Ein anderer hat er doch eher einen anderen Namen gewählt, den man halt eher aussprechen kann. Aber trotzdem waren es Namen, die ich nicht aussprechen konnte. Na gut. Dann haben wir den Herbst fertig quasi, ne? Haben die rebelliert und ich habe sie mitgekriegt? Ne, Stratklut. Das war ja noch die... okay. Ich habe mich gerade vertan. So, dann ist der Herbst vorbei. Ich überlege gerade, ob wir doch Stratklut irgendwie auf unsere Seite kriegen könnten. Mal gleich gucken. Weil ich habe keinen Bock jetzt, wenn rechts die Front ist und mit Stratklut Ärger zu haben und dann hier nochmal runter zu gehen, links zurück und rechts zurück. Da habe ich keine Lust. Am liebsten, wie gesagt, eine dritte Armee ausheben. Die kann sich dann um diese Kleinigkeiten kümmern. Hakon ist Vater geworden. Na super. Euer Prestige wächst mit dem Bekanntwerden eurer Leistungen. Lasst euren Ruhm weiter ansteigen. Danke. Und der Sieg kann euer sein. Nur durch Ruhm? Naja. Ja, der ist hier einfältig. Das gibt minus ein Kommando und minus ein Regierung. Er ist zwar ein Statthalter und der war ja sehr mächtig, ist mir Wumpe. Das ist ja schlechter geworden, das ist jetzt nicht so schlimm. So. Ein Fischereihafen haben wir ausgebaut. Und das andere war unser Sohn. Also unsere Erbe müsste echt gesichert sein, ne? Ah ja, Hakon hat ein uneheliches Kind. Und Kithil hat ein... Könnte ein Sohn sein, oder? Sohn? Ulf natürlich auch ein Sohn. Also wenn unser König dann noch überlebt, ach, das Erbe ist gesichert. Genau, und Kormark ist dieses Arschloch, den ich nicht mag. Eigentlich müssen wir für Hakon eine Frau suchen. Wir können ja mal diplomatisch gucken. Wie sieht's denn mit Stratklut aus? Stratklut. Ja, eher unfreundlich. Da oben ist jetzt kein Schottler mehr. Doch, da. Stratklut ist eher unfreundlich. Ah, können wir irgendwas machen? Ihr dürft eintreten. Mehr verspreche ich nicht. Handelsvorschau. Wollen wir unsere Freundschaft erklären, ha? Beleidigend. Nee, ist nicht so toll. Ich könnte ihnen Geld geben, aber nö. Haben wir was mit ihm? Er hat defensiv packt mit die Fasanen und Schotten. Na gut.
Oh, unser Ruhm war wohl nur vor kurzer Dauer. Wir haben wieder Ruhm 6. Ja, Winter. Das realisieren wir. Wieder ein minus 1 Unfreundlichkeit und da minus 7 ist klar. Wir warten. Wir warten. Verlasst euch auf uns. Yep. Können wir noch was rekrutieren? Dann werde ich hier noch eine Kavallerieeinheit. Ach, ist ein Plänkler. Plänkler. Keine Kavallerie. Das nenne ich keine Kavallerie. Na gut, haben wir 42 Korn. Was macht der Sohnemann? Verlasst euch auf uns! Da braucht man eine stärkere, finde ich, Infanterie. Wir haben hier zwar viele Speerkämpfer, aber die bringen ja nichts. Die bringen ja nichts. Und die kosten wieder scheiße viel Geld. Oh. Was soll's, brauchen wir Gewehr. So, ja, ich würde eigentlich mit jemandem von Stratblut. Nee, da wollte ich hin. Was ist denn mit diesen Blumenlöten hier? Sind die aber auch. Ach, die gehören zu Northumbria. Ach so, wie sind da? Ja! Wie sieht's mit euch aus? Dann können wir die hier schön unsere Feinde richtig von unten und oben platt hauen. Das ist eine hervorragende Idee. Sprechen wir nun. Eine Heirat engagieren, ja. Sie ist brutal. Minus Ehemann, wenn Statthalter. Ach du Scheiße. Ja, für Hakon. Ach komm, die kriegt er. Eine brutale Frau. Finde ich gut. Machen wir. Beleidigend? Hier, ich kann dir... Ich gebe dir alles, was ich habe. 400. 434. Jetzt aber. Beleidigend immer noch. Ach, dann nicht. Dann muss Hakon leider noch seine rechte Hand benutzen. Es tut mir leid. Freundschaftserklärung ausreichend. Ein angemessenes Ergebnis. Na, dann warte ich nochmal eine Runde und dann versuchen wir es nochmal. Vielleicht habe ich dann mehr Glück. Wäre natürlich toll, wenn Hakon da endlich mal eine Frau hat. Und zweitens, wenn wir mit einem starken Staat aus dem Süden oder südlicher ja, uns verstehen. Auch mal wieder eine Fraktion vernichtet. So, Frühling im Jahre 887. Ah, hier, die Fasan-Heinis haben schon aufgerüstet. Das scheint aber nicht befestigt zu sein, ne? Feindliches Blut wird fließen. Ja, mal gucken, ob der uns angreift. Sonst würde ich hier erstmal eine Runde plündern. Ah, nee. Das ist natürlich, da muss man echt aufpassen. Aufbrechen! Jetzt schaffen wir es wahrscheinlich gar nicht zu dem Territorium. Ja. Vorwärts! Zu Ruhm! Ich will jetzt auch nicht unbedingt Stress mit Stratklut haben. Aber ich denke mal, der wird dann sehen, dass wir kommen und entweder. Ach, wir müssen sogar darüber, dass ein See oder ein Fluss, meine ich, Entschuldigung. Und die Leute werden unglücklicher, das gibt's doch nicht.
brauchen noch eine Armee. Reit über unsere Feinde! Richtig, so, weiter. Legen wir los! Ach so, das sind noch von unseren Freunden und die haben schon 8 Ruinen. 20. Alter. Das kann ich nicht tun! Domnal. König, 27 Jahre alt. Der haut meinen Sohn einen auf die Nase. Shitte, shitte, shitte. Der wird wahrscheinlich hier durchmarschieren. Hier ist ja nichts mehr. Ah, doch, da hinten, aber. Der kann ja quasi einmal durch. Ist egal. Gucken wir mal, was der nächste Runde macht. Wir sind fertig. Entschuldigung. So, Frieden verhandelt mit Dublin, aber das interessiert uns ja auch nicht. So, Dunat, da haben wir die Wachen gebaut. Können wir sogar ausbauen. Kostet natürlich wieder Geld und ach, jetzt sogar Nahrung. Sind die noch wütend? Minus 5, hat zwei, minus 2 weggenommen. So, er bleibt noch da. Hat sogar, glaube ich, aufgerüstet. Wir schwören treuen Dienst. So, jetzt können wir ja einfach hier so an der Grenze. Reicht's noch zum Plündern? Ja. Nehmt alles, was geht. Plündern wir mal. So, Entwicklung. Yeah! Das heißt, wir können uns weiterentwickeln. Das sind 20% Wirksamkeit. Ja. Schildwirksamkeit. Und hier haben wir 50% Nahkampffähigkeit, das heißt, die Metzeln besser. Ich würde doch trotzdem erstmal ein bisschen defensiv nehmen. Damit sie geschützter sind und länger durchhalten. So, dann plündern wir hier. Dann haben wir das hier unten schon abgehakt. Und ein lässt er zurück und kommt uns entgegen. Warum hat er das nicht eingenommen oder ist er per se hier rüber gefahren? Das gefällt mir nicht. Dienen bis zum Ende! Voran, Männer! Sohnemann, geh mal zurück. Wir haben Geld. Die Krieger sind bereit. Und Korn. Naja. Minus 6 alle Provinzen. Die sind ja schon immer noch rummäkeln, die Leute. Gibt es irgendeine Provinzübersicht? Wie glücklich die Leute sind. Nicht, dass ich das Ding baue und dann heulen sie alle rum. Eher zufrieden. Das heißt, wenn ich das machen würde, dann wären sie neutral wahrscheinlich. Dann machen wir das nicht. Ja, dann rekrutieren wir. Wir schwören treuen Dienst. Was kriegen wir rekrutiert? Korn war es überhaupt 10, ne? Das war zwar teuer. 20. Oh, was haben wir denn hier? Schildbeißer.
Was können die? Was macht sie so gut? Die haben wir ja erforscht, glaube ich. Nahkampfschaden. 38. Nee, gar nicht 46. 38 Nahkampfschaden. Hier war 36. Angriffsbonus 48. Schild 30. Rüstung ein bisschen mehr und Moral besser. 800. Na gut. Kein Korn. Jetzt bin ich aber zurückgegangen, damit ich rekrutieren kann. Genau. Aber mal gucken, wie der geht. Wenn der jetzt mich hier wieder abhaut, zurückgeht, dann gehen wir vor und nehmen einfach die ein- und brandschatzen die Länder rein. Bis wir da oben eine Armee stehen haben. Eine richtige, auch 20 Einheiten. Und hier warten wir mal nächste Runde, was der andere macht. Wenn nicht, greifen wir an. Schade, das fand ich bei Total War mal ganz cool, wenn man irgendwie Gruftkönige oder Orks, da konnte man ja auch andere Städte einfach generell platt machen. Ich glaube, beim ersten Mal musste man sie plündern und beim zweiten Mal konnte man sie richtig Geld zur Besinnung bringt, geben wir es euch gern. Wir können das Geld gebrauchen, aber wenn wir mit euch Frieden führen, dann können wir die Schotten ärgern. Dann können wir die Schotten ärgern. Aber wenn ich jetzt das bestätige, dann packt er mich wieder zurück auf meine linke Seite. Ich sag erstmal nein, die sollen erstmal bluten. Ihr werdet es bereuen. Naja, ich weiß, ich werde es bereuen, aber hey, was soll's. Ey, das ist ein Arsch. Der ist einfach auf das Feld von Stratklut gegangen. Und wieder eine Fraktion zerstört. Bedeborg. In Odins Namen. Laigin. Auch hin. So. Greife ich ihn an? Unsere Feinde sollen untergehen. Ja, finde ich ja gut. Sie sollen verrecken. So. Was sind das hier überhaupt für Punkte? Achso, das sind die Kurzauflistung der Fähigkeiten, Vor- und Nachteile des Herrschers jeweils. Zu Pferd ganz viel. Holla die Waldfee. Ja, ich glaube, wir machen hier mal einen Cut. Ich sehe schon, wir sind schon über 37 Minuten. Ich denke mal, nächste Runde geht die Schlacht los, hä? Also, dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.